Hallihallo, nächste Folge High on Life. Wir haben in der letzten Folge, wer dabei war, hat gesehen, wir haben das Mopletsdorf befreit, diese komischen kleinen Wannabe-Glücksbärchis. Und die haben uns die Aufgabe gegeben, hier in dieser Villa nach jemandem zu suchen, der uns zu unserem nächsten Kopfgeldziel warpen kann. Man sieht es oben in der Ecke, sprich mit Grubis Freund. Grubi ist das nächste Kopfgeld und der Kerl wohnt hier anscheinend und hat so ein Warp-Device, um uns zu dem Grubi zu teleportieren. Dann schauen wir mal, ob der Gute daheim ist. Hallöchen, da liegt ein Toter. Oh, hey, you made okay. It. You got my fresh Fergals? What? Yeah, this is the guy we're looking for. Ja, wahrscheinlich schon. Huh, I don't see a warp device on you. Come on, is Krubus making you hoof it around on foot? Oh, that cheapskate bastard, same old Krubus. I'm telling you. Es geht schon wieder gut los, ey. Das sind wieder 5 Schimpfworte pro Sekunde drin. Ich sag's euch. Die Dialoge in dem Spiel sind abgefahren. So, zeig mal her, was haben wir hier Schönes? Blup. Don't let anyone ever tell you Ranchi's not a generous fellow. Okay? There's an unused warp disk in there too. You know, warp disk whatever's on there. I don't care. It's free of charge. There's a river near here. You can probably cross with it. Oh man, go nuts. Ja, gib mal her das Ding. Warp-Fernbedienung. Lade diese Fernbedienung mit einer Warp-Scheibe und verwende sie, um dich in eine beliebige Basis oder einen Teil des Weltraums mit diesen Koordinaten zu warpen. Finde einfach einen geeigneten Ort und warp dich weg. Gut. Schöne Sache. Schnellstraße Warpscheibe. I zum Anzeigen. Warpscheiben. Schnellstraße. Diese Warpscheibe, die Ranchi dir gegeben hat, erhält Koordinaten zu einer außerirdischen Schnellstraße. Vielleicht kannst du sie reinwarpen und als Brücke nutzen. Ach so, ich kann dann Dinge in die Welt warpen. Okay. Cool. Bin ich mal gespannt. Yeah, I'm that Ranchi DeLarmo, CEO DeLarmo Industries. This one's gonna be even better than the one on Glashborg 12. Trust me, man. Whoa, what the hell are you doing? Pretending to shoot me? Entschuldigung. You crazy fuck. Ich wollte dich nicht erschießen. You got me. You really had me going there for a second. Man, you are just like Krubus. Always pranking. Ja. Oh, fun stuff. Also ich bin dann raus, ne? Tschüss. Schönes Leben noch, hier in deiner Drogenhöhle. Kehre zum Dorf auf der anderen Seite des Flusses zurück. Ja, das werden wir tun, aber ich will gucken, ob der hier vielleicht noch irgendwas... How much money does this guy have? And I'm not saying that überall liegen diese Viecher rum. Die wir nutzen. Okay, we got a warp device. You know, that's gonna be helpful. Why don't we use it to cross this river so we can go talk to the moplets and check in with them. Machen wir. Die kleinen Viecher, die da rumliegen, werden auch als Drogen benutzt, irgendwie wie Menschen auch. Okay, ich habe nichts über Mama und Papa herausgefunden. Achso, sehr, sie sucht nach unseren Eltern, stimmt. Ja, du wirst hier wahrscheinlich auch nichts rausfinden. Wir sind im Weltall irgendwo, in einer Alienstadt. Also du auf jeden Fall, ich bin auf einem anderen Planeten. Da ist zu. Ja, dann wird das wahrscheinlich das Portal sein, das er gerade... Ah ne, der meinte wahrscheinlich das hier. Da hocken wieder diese kleinen Bauarbeiterchen rum. Ja, dann gehen wir weiter. Gucken wir mal, ob wir heute noch zu Krubis kommen oder was noch alles auf uns wartet bis dahin. Hey there, it's me, Sudo. I'm back. Looks like you're trying to use that new warp device you just got. You want me to help? Ja, will ich. Drücke E in der Nähe eines Warp-Signals, um deine Warp-Fernbedienung zu benutzen. Ja, mach ich. Schön, und jetzt warpen wir eine Schnellstraße rein in dem Fall. Schnellstraße Warp-Scheibe verwenden möchte ich, ja. Dann hau rein. Und great work. Wow, Blup. Wasn't that fun? Okay, see you later. I'm diving right back into Gene's old porn archives. Even AI can back off. Shit, nice work. You know, we can use this base as a bridge. Er taucht wieder ab in Gene's altes Pornoarchiv, denn sogar KI kann anscheinend masturbieren, hat er gerade gemeint. Wir haben hier einfach ein Stück Schnellstraße reingeworfen, mittendrin, da gab es deswegen noch einen Unfall sogar. Das Spiel ist echt, das Spiel ist so kaputt, Alter, das Spiel ist so kaputt. Oh Mann. So, zack, Kohle her. Was haben wir? Ach, die Moplets. Ach, so stimmt. Wo waren die da oben, ne? Da oben müssten die sein. Da gehen wir da hoch und sagen denen Bescheid, dass wir es geschafft haben. Wo ist denn der Moplet-Leader nochmal? Da oben ist er. Ja, gut. Dann hüpf und schwing.
Schöne Sache. Hallo, da bin ich wieder, Herr Papst. How was the man in the mansion? Ranchi? Yeah, that guy had serious problems, but he gave us this warp device. By the gods, you've done it. You got the warp device. This might actually work. You continue to provide us with hope, Grand Savior. With this warp device, you can warp Krubis directly to you. How fortuitous. But alas, you'll need his coordinates and a blank warp disk to encode them onto. Okay. Oh well, no way you're getting those. That stuff's in the mines. We could just go down there and get it right now. Oh, right. Okay. Take this access code and head down to the mines. Everything you need is there. Okay, perfect. Thank you. Wunderprächtig. You guys figured out that whole plan for us. You know, that really means a lot. You know, it clears things up nicht weglassen, for wenn ich weg will, geht's wieder zurück. Also. We'll get it done. Ja. Finde das Minengebiet. Jetzt müssen wir in die Minen gehen und da eine leere Warpscheibe finden, damit wir den Krubis direkt zu uns warpen können. Also wir warpen uns nicht zu ihm, sondern wir warpen ihn zu uns. Und dazu müssen wir jetzt aber zuerst in die Minen anscheinend und da so eine Warpscheibe holen. Und in der Zeit werden wir wahrscheinlich dann auch noch die ganzen kleinen Moplets aus der Mine befreien, wahrscheinlich, weil die sind ja da versklavt und eingesperrt. Die holen wir da raus, ich sag's euch. Wir retten die kleinen Glücksbärchis. Oh Gott. Hier sieht's aus. Ja, sieht so aus, als würden die auch die kleinen Viecher hier fangen. Hallo Bürger von Blim City, ich bin Magistrat Klack Nackman und ich möchte wissen, ob ich bei der nächsten Wahl auf eure Stimme zählen darf. Also der labert ziemlich stranges Zeug im Fernsehen immer. Ich weiß nicht, ob ich den wählen will. Der ist genauso komisch wie alles andere in diesem Spiel. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist eine ziemlich weirde. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Eine ziemlich weirde Sache. So, jetzt habe ich es rüber geschafft. Hier ist eine Seilrutsche. Oh, da geht's ab. Wir werden euch etwa 800 Euro mit City E-Mails diesbezüglich senden, bis wir eure Stimme bekommen. Und wenn ihr dann spendet, dann werden wir noch mehr E-Mails schicken, weil wir dann wissen, dass ihr spendet. Ich habe es nicht ganz lesen können, tut mir leid. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil ich hier Bömmchen reinschießen wollte. Hallo. Tut mir leid, ich wollte mich da eigentlich nicht einmischen, aber ich mach's trotzdem. Denken dir. Hey, das ist aber nicht nett. Das ist echt. So. Komm, kleine Termitchen oder. Wie nennt man denn Mites nochmal, Mensch? Ich hab's doch gerade eben noch im Kopf gehabt. Milben wahrscheinlich. Milben, glaube ich. Ja, ich hüpfe nochmal hier rüber. Alles gut. Wir leben ja noch. Schrei doch nicht so rum, Mensch. So, wir müssen darüber. Ich wollte nur die Kiste holen. Ich war ein bisschen greedy mal wieder. So, wo müssen wir lang? Da, nach da hinten. Dann werden wir uns hier jetzt noch ein bisschen durchballern. Ups. War ich besser nicht. Sonst habe ich das ganze Viehzeug am Hintern. Ja, ich werde deinen Globshot schon benutzen, wenn ich ihn brauche. Keine Sorge. Der will immer, dass ich den komischen Globshot benutze aus seinem Trickhole, wie er es so schön nennt. Bisschen weird, die gute Flinte. Bin mal gespannt, was man da noch so alles für Waffen kriegt, weil man kriegt ja anscheinend noch mehr. Wir haben ja auch schon das Messer gefunden. Das ist ja auch... das Messer will am liebsten jeden tot sehen. Hier, das Messer. Ja. Das ist genauso durchgeknallt wie die Knarre, das Ding. Ja, ich sag's euch, hier geht's gut. Das war knapp. Hoffen wir's mal. Schauen wir uns da mal um. Betreten G3 Mine. G3 Mine. Oh. Die warpen sich mit einer. So! Die warpen sich gleich mit einer ganzen Basis rein. Warum nicht? Oh, da oben ist der Kleine. Oh, und die Luft ist raus. So, wild reinrotzen hier. Guck mal, da kann ich rüber. Hoffentlich reicht das zeitlich. Das hat gereicht. Perfekt, so. Was? Grenade? Ach so. Oh, ups. Entschuldigung. Das war mit Absicht. So, weg mit dir. Der ist raus. Eieiei, schmeiß dich hier Granaten rum. Sind die wahnsinnig oder was? Könnt ihr das nicht machen, Leute?
Oh. Warp-Basis voraus. Ja, habe ich gemerkt. Dankeschön. Habe ich geschafft. Schlitz, Schlitz. Autsch. Der Hals ist raus. Oh. Jetzt wird es ganz wild hier. Weg mit dir. Oh Mann, ey, was ist denn hier los? Was kommt da noch alles rein? Eine Granate. Der hat sich gerade selbst gesprengt, oder wie? Also er hat eine Granate unter den Füßen gehabt, auf jeden Fall. Ha, hier geht's wieder rund, Mensch. Weg mit dir. So, jetzt aber. Ja, juckt mich nicht, ich hau sie alle weg. Oder ich schlitze sie alle weg. Was war das? Achso, der ist direkt in mir reingespawnt, okay. I'm in love with you? Okay. Ich weiß nicht, ob ich so eine Alien-Romanze eingehen möchte. Eigentlich eher nicht. Was war das? Oh Mann. Hör auf. Hör auf. Sammle Kristalle für den Warp-Antrieben bei Warp-Basen. Achso, stopp. Hier ist eine Warp-Base. Stimmt, da muss irgendwo so ein Kristall sein. Hier oben? Nein. Ach, das sind Schilder, okay. Irgendwo muss hier ja dann so ein Kristall sein, wahrscheinlich, wenn es mir das gerade gesagt hat. Die Kristalle brauche ich ja, um so Warp-Zeug zu machen, soweit ich das mitgekriegt habe. Die Frage ist nur, wo sind die? Wo ist der Kristall? Hier ist die erste Warp-Base. Vielleicht ist er hier ja irgendwo. Da ist er doch. Perfekt. Wahrscheinlich hätte ich die Gegend scannen können und hätte es dann gesehen. Das zeigt mir ja eigentlich ziemlich viel an. Der schlaue Scanner. Hier haben wir noch ein bisschen Munition, brauchen wir nicht. Ja, ich weiß. Ich fütter dich schon, wenn du was futtern kannst. So, Attacke ab in die Minen. Du, ich wollte gerade sagen, du bleibst hier, aber er kommt wohl doch mit. Ach, diese Waffe. Was? So. Oh oh. Was ist jetzt los? Haben wir es kaputt gemacht? Achso. Ah ja, dann müssen wir wohl hier raus, ne? Dann geht's hier weiter. Schöne Sache. Da drüben ist eine Kiste. Da komme ich aber, glaube ich, nicht hin von hier. Gehen wir hier weiter. Einfach mal den Weg nach. Einfach mal der Nase nach. Hallo. Überraschung, ich bin da. Oh Gott. Weg mit dir. Hey, weg mit dir, habe ich gesagt. So, weg mit dir. Alle weg. Der lebt nicht mehr. Er hat gerade noch gelebt. Betonung auf hat. So. Da ist nichts mehr. Was haben wir hier noch Schönes? Weg mit dir. Der wollte wegrennen. Oh, die muss ich auf jeden Fall... Also wenn ich die mit dem Messer weghaue, bin ich auf jeden Fall safe, dass die mich im Nahkampf nicht treffen, weil die sind One-Hit mit dem Messer. Gut zu wissen. So, weg mit dir. Schön. Was ist hier schon wieder ein Händler? Ist das ein Händler? Och, ein kleiner Teddy. Was haben wir denn? Klumpeniere. Klampenier. Ich habe keine Ahnung. Volleyball. Mit diesem Volleyball kannst du Volleyball spielen. Dafür gibt es Volleybälle. Leider haben alle Kopfgeleger einen heiligen Eid geschworen, niemals wirklich Volleyball zu spielen. Das ist ein Grundsatz. Ich kaufe den. Für was auch immer. Ein spaßiges neues Organ für Kenny, mit dem er schneller Schleim erzeugen kann, sodass du mit weniger Abklingzeit und schneller zu den Klumpenschüssen zurückkehren kannst. Das hat nichts damit zu tun und interessiert dich wahrscheinlich nicht, aber es hilft auch bei der Prostata-Stimulation. Wir kaufen das Upgrade jetzt. So, wir haben ein Upgrade für unsere Waffe. Ist das schon drin oder müssen wir das jetzt aktivieren? Wahrscheinlich müssen wir es aktivieren, oder? Mod anlegen.
keine Mod angelegt. Kenny. Munitionsbeutel. Ach so, das ist automatisch. Das ist keine Mod. Das ist automatisch drin. Okay. Okay. Ja, in dem Fall haben wir noch ein Upgrade. Ah, ja, guck an. Da ist er. Die sind nur am Rumfliegen. It's really easy to find more slaves. Look, just do your job. Wie sieht der denn überhaupt aus? Burgos. Kubis out. Holy shit. Hey, he's got a Gatling. We gotta rescue it. Ein Gatling? Eine neue Waffe? Der hat die neue Waffe. Also eine andere Waffe. Für uns da eine neue Waffe. Dann müssen wir die wohl retten. Aber wir müssen den ja eh weghauen. Der muss ja eh weg. Okay, yeah, there's no way we're getting past that laser grid. There's gotta be some way to shut it off. Somewhere around here. Ja, wahrscheinlich irgendwo hier oben, oder? Was haben wir hier? Ups. Achso, da können wir uns wieder wegschleudern damit. Wahrscheinlich da... rüber. Mining Operation 12C. This is Kubis again. One of you weird moblet fucks just delivered me a batch of defective Furgles. Do you wanna know how I know they're defective? Because they're fucking dead! Looks like most of them got... Stopp, was mache ich denn? So nicht. Wir müssen so. Das hat funktioniert. Sehr gut. Gib mal her deine Kohle, die kann ich brauchen. Ja, wo bin ich jetzt gelandet hier? Knapp, 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 knapp. Da ist eine Wespe. Dann geht's wohl da lang. Lass mich mal da hoch. Nicht runter hoch. Wespe, hilf mir. So nicht. Ja, ich hab's gemerkt. Dankeschön. Dann machen wir das Ganze doch gleich nochmal. Gut, da muss ich wohl nach links, ne? Nach links war es. Nach oben geht nicht. Dann gehen wir hier lang. So, das hätten wir geschafft. Easy going, first try. So, unterer Minentunnel. Da sind überall versklavte Moblets am Schuften. Guckt sie euch an, die Armen. Wir werden euch hier rausholen. Wir befreien euch. Ich verspreche es euch. Also ich hoffe es zumindest, dass wir das machen. Wäre schon irgendwie sehr nett. Oh, der schon wieder. So, hier ist nichts. Ah ja, guck an, eine Wespe. Autsch. Ja, das geht nicht. Das muss ich irgendwie anders machen. Zeitlupe. Geht das? Nee, das geht nicht. Dann müssen wir da wohl anders hin. Gehen wir lieber weiter, bevor wir noch massakriert werden hier vom Ventilator. Was ist hier los? Das kann ich umklappen. Ah, das hat funktioniert. Okay. Gut, dann ganz schnell rüber, bevor die Dinger sich wieder einklappen. Boah, wie der guckt. Wie die alle gucken. Wisst ihr, wo ich eine leere Warpscheibe finden kann? Listen, we're looking for a blank warp disk. Das wäre wichtig. Do you have any ideas? Ah, yes, our prince has a stash of them. Really? All you need to do is clear out the warp base the G3 plopped down in our holy land. Then you'll reclaim the sacred grounds and rescue Prince Chosen One. And then he'll give prince us a blank disk? One. Yes, oh yes, we can help each other. Oh, what a fortuitous happenstance. Ja, was ist euer Plan? So, what's your plan? We have started our resistance. So. Not only do the G3 enslave us, but they have desecrated our holiest of sites and absconded with our sweet prince. Prince Chosen One. That's the sweet prince. Prince Chosen One. Oh, awful. So you kidnapped this G3 merc as a bargaining chip to get your prince back? Prince. Oh. Yeah, that's smart. No, we didn't think of that at all. But it's fine. We know where the prince is. They swapped him out with the rest of our sacred grounds when they warped in a new base. So you want us to go clear it out and then warp the throne room back? Oh, heavens! Would you really do all that for us? The base is just past this tunnel. Thank you, thank you, thank you. Natürlich machen wir das. Wer ist Prinz Auserwählt? Is his name really Prince Chosen One? Yes! He was named as such according to the prophecy. And then after that, he was made into a prince. So you trust your leaders to prophecies? Is he a good prince? Well, the prophecy doesn't guarantee he's going to be good at his job. It just tells us who to pick.
Look, I don't know. I don't know. Look, if now is not the time to criticize us. I'm just, you know, distressed as it is. I'm just doing my job. All right, we are off. Ja, wir sind weg. So, jetzt haben wir die Aufgabe, finde Grubis Koordinaten und finde die heilige Stätte Warpscheibe in der Basis. Ja, dann gehen wir da rein. Und retten den Prinz der Mopplitz. What's up, fuckers? Oh, ist der schon wieder. Grubis again. Someone filled out the wrong shipping destination on an entire stack. Die ganze Zeit haben die nur irgendwelche irgendwelchen Humbug gebaut, so wie es anhört, ne? Der Typ spawnt hier alle zwei Minuten rein und beschimpft die Leute mit What's up, fuckers? Ihr habt das und das verbockt und das und das verbockt. Betreten heilige Stätten. Ja, dann rein da, oder? Hallo? Ist da jemand? Oh Gott. Ah ja, da ist jemand. Weg mit dir. Tut mir leid, du auch weg. Machen wir die Kiste mal besser kaputt hier. Sind da oben auch Gegner? Hier geht nichts. Dann hier lang, wahrscheinlich, in dem Fall. Sieht richtig aus. Hallo. Tschüss. So. Da kann man hoch. Das habe ich mir fast gedacht, dass man dann irgendwo hoch muss. Dann kriechen wir mal da durch. Hallöchen miteinander. War das schon die heilige Stätte oder was? Das ging ja flott. Heilige Stätten-Warp-Scheibe. Da kommt man nicht raus, da müssen wir wahrscheinlich wieder nach oben. Oder? Ach, hier hoch. Okay, hier hoch. Da ist sogar ein Pfeil an der Wand. Okay, gut, gut zu wissen. Sehr schön. Ach so, warte. Kann ich hier nochmal hoch? Ich weiß nicht, ob da drüben vielleicht was war. Ich gehe nochmal ganz kurz da lang. Nicht, dass ich hier irgendwie eine Kiste vergesse mit Kohle, weil Kohle kann ich brauchen. Ich habe schon wieder ein Upgrade gekauft. Das hat mich wieder Geld gekostet. Ist hier was? Hier ist nichts. Schön, dann bin ich jetzt umsonst nochmal hier hochgekrabbelt. Sehr geile Sache. Ja, dann gehen wir jetzt doch raus hier. So. Dann werden wir hier die heilige Stätte wohl hinwarpen müssen, oder? Beziehungsweise die heilige Stätte hier wegwarpen. Heilige Stätte Warpscheibe bestätigen. Und rein mit dem Ding. So. Und zack. Jetzt ist die heilige Stätte wieder hier. Schön. Und da hockt der Prinz. Was ist da los? Oh Gott, das sieht ja aus. Er guckt auch Alien-Fernsehen. Er hat auf jeden Fall gute Laune. I'm fine. Look, we were told you had some sort of blank warp disk. Huh? Yeah, sure. I've got a bunch. Gib mal her die Dinger. Die brauche ich. Okay, now we just need to find out where Krubis is. Leere Warpscheibe hätten wir jetzt. Finde Krubis Koordinaten. Da lang. Da kommen sie angerannt. Zu ihrem Prinz. Ja. This is the Prince Chosen One you were talking about, right? Yes. Oh Mann. Isn't he incredible? Ja, total. Der ist ja wirklich incredible. Where's my mom? I'm hungry. I want the bowl of Clegorge. Prince Chosen One. I'm so sorry, but we're out of Clegorge. Can I interest you in some Pluglorb? I don't want Pluglorb. I want Clegorge. Clegorge und Clegorb. Run out of Clegorge again. Okay. You promised. I don't even know why I stick around here. Toller Prinz. Der auserwählte Faulenzer, der auserwählte Couchsurfer in dem Fall. Ja. Schön, dann werden wir jetzt weitergehen und gucken, ob wir Krubis finden. Hier war nichts. Dann gehen wir hier lang wieder. Nochmal scannen, da hinten lang, also hier lang. Kriege ich das Ding wieder aufgeklappt? Hey. Ach, doch, geht. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich einfach drauf schießen können, ne? Eigentlich. Hm. Hat hier gerade jemand gesprochen? Wer hat da gesprochen? Da spricht jemand irgendwo da hinten. Da oben vielleicht. Ich weiß nicht. Kommt da irgendwie. Ah, wahrscheinlich hinter dem Ventilator. Oder geht's da hinter dem Ventilator? Ich weiß es gar nicht. Aber ich komme da auch nicht hoch. Wahrscheinlich kriegt man irgendwann noch einen Doppelsprung oder sowas freigeschalten. Der schon wieder. Ich habe dir versprochen, dass ich dich töte werde, aber ich werde dich auf jeden Fall töten, hat er gemeint. Schön.
Sehr netter Typ. Sehr toller Typ. Ups. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Wenn uns die Wespe schon hier lang führt, dann gehen wir doch gerade mal hier lang. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ah ja, da haben wir jemanden. Hallo. Excuse me? I've gotta go. We'll talk more later. Bye, Merle. Hallöchen. I'm so sorry. I didn't see you there. I'm Helen. Ich hab dich nicht gesehen, hab mich nur angeguckt. Ja, hallo. Ich bin der Neuzugang. Ich bin der neue Boss. Ich suche nach Kubis. Actually, we're just looking for Krubis. Wie heißt sie? Helen. All the new hires want to meet Krubis. Well, tough luck. Do a good job with the paperwork, then maybe we'll talk. Oh ja. Ja, dann bin ich der neue Boss. As a matter of fact, I am the new boss. Also die Waffe Absolutely. Ist der neue Boss, nicht ich, weil die Waffe spricht ja. That's funny though. Ah, hat sie rausgefunden. New hires have a sense of humor. Let's get y'all set up. Head on into the next room and find a place to work. Go oh, Mann. Muss ich jetzt echt... Ich habe diesen Stuhl in Jahren nicht verlassen, hat sie gemeint. Ja, schöne Sache. Jetzt müssen wir auch noch arbeiten hier, oder was? Büroarbeit. Schön. Ja. Bürokratie-Simulator 19xx. Ah ja, okay. Bürokratie-Simulator. What? C? So, we still good for Hyperfeast later? What time did you say? 1, F, F. Oh, yeah. Ah ja, okay. Hey, ja, you know Hyperfeast? Klasse Sache, 1. Shit's wild, man. Hyperfeast. Ah, einfach ablegen. Okay, ich dachte gerade, was muss ich da noch machen? We're dating. Da gibt's einen Highscore, den man erreichen kann, oder wie? Legen wir ab. Ja. Das ist ein Highscore-Counter. Oh Mann. Schaffen wir die 100.000 vielleicht? F, Leerzeichen, 1, C, ablegen. Wir haben die 100.000 auf jeden Fall erreicht. Keine Ahnung, wie lange geht das jetzt, die Sache? Einfach überall nur mit Kubis unterschreiben. Der lässt das Zeug einfach nur unterschreiben von irgendwelchen Leuten. Okay, vielen Dank dafür. Ja, danke. Fuck you too, ey. Oh Mann, ey. Was kommt jetzt? Noch mehr. Der lässt das Zeug einfach von irgendwelchen Sklaven, die er eingestellt hat, unterschreiben. Der unterschreibt seine Anträge nicht mal selber, der Kerl. Der weiß dann nachher nicht mal, was er da unterschreibt. Ja. Und dann kriege ich noch so eine nette Nachricht oder so einen netten Zettel. Da steht einfach Fuck you drauf. Sehr geil. Headbang. So. Haben wir es dann geschafft bald mal oder nicht? Wie lange geht das noch, Mensch? Ich will keine Büroarbeit mehr machen. I'm gonna blow my fucking brains out. Kein Bock mehr. Leute, das Spiel macht mich echt richtig fertig. So, haben wir es geschafft. Der Third Stack. Da ist sicher kein dritter Stapel und schon kommt der dritte Stapel rein. Schöne Sache. Also geht die Sache noch weiter hier. Oh Mann. Der Bürokratie-Simulator. Ja, ich bin auf jeden Fall schneller wie das komplette Landratsamt meines Landkreises zusammengerechnet. Mhm. Nicht, dass ich was gegen das Landratsamt hätte, aber manchmal sind die schon... Ja. Wir belassen es dabei, dass... Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Euch geht's wahrscheinlich da genau gleich wie mir. So haben wir es geschafft. Wunderprächtig. No more paperwork. Did you hear me? I said no more paperwork. Not even a fourth stack. Okay, good. Damn, you filled out those papers like a Bürokrat 2, the Max. Like a real bitch you are. Fuck you. You're promoted. You're free to go into Krubis's office.
Why? Because fuck you. That's why. I don't need a fucking reason. I'm Boss McBossington. And I'll be in here jerking off or whatever. Fucking other stuff too. I don't give a shit. Oh man. So this must be Krubis' office. There's gotta be something here we can use. Oh, das Spiel macht mich fertig, ey. Der kommt da raus und sagt, ja, fuck you, du Bitch, du warst so gut, du wirst befördert. Und weißt du warum? Einfach nur weil fuck you, deswegen wurdest du befördert. Achso, ich muss nach Hinweisen suchen. Dann hacken wir uns doch mal in den PC. Krubis, where are you? This is Garmantuous. I just checked the log and you're 3 days behind schedule with the latest shipment. Okay. But you know what? It's not that big of a fucking deal. Wieso filmt das sich so? These Furgles aren't gonna be worth shit now that we discovered humans. Might even have to shut this whole operation down just to get all hands on deck over on Earth. I can give your territory to the Skrendel brothers and have them expand their facilities to find out more about these humans. Oh, have you tried one of these fuckers yet? Oh, God, the high? It's otherworldly. Can't believe a species like this really exists. Humans! Who would have even thought? Anyway, don't fuck up again, even if it doesn't matter, or I'll smoke you myself. Oh, would you look at that? He marked his coordinates on the calendar. Shit. Okay, we got everything we need. Let's get back to Ranchi's place and see if he, you know, can help us encode them onto this machine. Da geht nichts mehr, oder? Nee. Ja gut, kehre zur Villa zurück. Ja, dann machen wir das. Dann kehren wir zur Villa zurück. Da lang. Uff. Erstmal beinahe verhauen hier. Sehr schön. Müssen wir überhaupt hier lang? Nee, müssen wir nicht, oder? Doch, müssen wir hier lang. Durch die Mine. Hey, it's Krubis again. Oh, der schon wieder. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier durch zur Mine kommen, aber das Spiel will, dass ich hier lang gehe, also von dem her. Ah, die sind auch abgehauen mit ihrem Gefangenen. Schön. Sehr schön. Und nu? Da lang, okay. Ja. Ach so, kann ich jetzt über die ganzen Pilzdinger hier. Ja klar, das. Das geht hier ab, die Warship-Minen immer noch. Faulpelz, also. Wirklich, wortwörtlicher Faulpelz, ne? Das komische, die komische Wannabe-Glücksbärchen hier. So, Wespe. Lass mich nicht im Stich, ich möchte die Kiste, vielen Dank. Oh! Ganz komische Geräusche in dem Spiel, ganz komische Geräusche. So, wo müssen wir lang? Hier, was? Ach, da hoch, oh, da hoch, okay. Ja, ich weiß, hätte es mir was gebracht nach da hinten, aber da komme ich gar nicht weiter, ne? Schaut nicht so aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da geht es auf jeden Fall hoch. Dann gehen wir vielleicht doch noch hier lang. Gucken mal, ob wir da irgendwas hinkriegen. Das geht nicht. Das wird wohl nichts. So rum. Ich glaube, das geht nicht von hier aus, ne? Ich kann höchstens da runterspringen, aber ich weiß nicht, wo ich dann hinkomme. Da ist eine Kante, so um sich festzuhalten. I think we need a jetpack in order to cross this gap. I remember seeing one in Mr. Keeps. Mr. Keeps hat Jetpacks, okay. Ja, dann gehen wir mal gucken, ob wir hier unten was finden können. Wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Ja, klasse. Ja, in dem Fall brauchen wir dafür ein Jetpack, so wie die Knarre gerade angedeutet hat. Da müssen wir wohl bei Mr. Keeps bald mal ein Jetpack kaufen. Dachte ich gerade, ich komme hier nicht mehr hoch. Das wäre natürlich arg fatal jetzt. So. Ja, dann müssen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hier müssen wir noch aufmachen. Wir haben natürlich viel zu früh die Waffe gezogen. Schön. So, jetzt. Auf das Ding. Perfekto. Nur damit du es weißt, du kannst durch diese Portaltüren zurückkommen. Sagt Jean. Ja, wenn sie funktionieren. Jetzt funktionieren sie sogar. Ja, dann kann ich dadurch zurückkehren. Kehre zur Villa zurück. Die war hier oben, ne? Dann kehren wir jetzt zur Villa. Wir könnten zusammen fernsehen. Ich langweile mich manchmal ohnehin. Ja, okay. Ich auch ab und zu mal. Hey, Ranchi, we're back. Let's head inside. Wir sind wieder da. Hallöchen. Hey, wieso liegt hier immer noch ein toter Mensch? Thank God. Thank
fucking god. Ach, jetzt aber. Did you bring my Fergal? Nee. I need a bed. I need my fix, kid. Oh. I need a bed. I need it real bad. Oh, Jesus Christ. Man, hey, are you alright? Are you having a heart attack or is it Fergal withdrawals? Does that make you happy? Oh, you love that, don't you? You love to see him. Master of industry, all flummoxed like this, all low and... Yeah, maybe. Maybe this is a bad time, but could we use your disk encoder real quick? What? No! The encoder is off limits until I get my goddamn Fergal fixed. Oh, nee, bitte nicht. Fergals, get him! Hurry. Oh. Hey, tell you what, we're gonna go ahead and use the disk encoder while you're sort of, stuck on the ground like that, doing whatever it is you're doing. So, don't be mad at us. Yeah. Ja, fuck. Machen wir. Fuck. Okay. Ja, ich dachte gerade, wir müssen jetzt noch so einen Fergal holen, aber in dem Fall wohl doch nicht. Der Typ hat wahrscheinlich eine Überdosis oder so. Dem geht's nicht mehr so gut. So, wo ist das Ding? Da ist es. Perfekto. Kubis Warp scheinbar. Sehr schön. Wahrscheinlich ist mit dem das gleiche passiert, wie mit dem. Warpe in Krubis Basis. Von wo? Ah, von hier. Okay. Ja, das heißt, liebe Leute, wahrscheinlich Bosskampf, aber wir haben mal wieder die 30-Minuten-Marke geknackt mit dem Video, deswegen sind wir raus. Der Bosskampf kommt im nächsten Video dann wahrscheinlich, wenn wir da nicht noch mehr machen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Spiel ist, wie schon öfter gesagt, eine ziemlich wilde Sache. Ich habe Spaß dran. Es ist teilweise ein bisschen arg falsch, also 5 Schimpfworte pro Sekunde schon heavy, ne? Aber es gehört zum Humor dazu, es ist eigentlich ein ziemlich guter Humor. Bisschen schwarzhumorig, aber trotzdem gut. Wie gesagt, ich bin raus, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und vielen Dank für euren Support. Man hört sich, oder doch, man hört sich im nächsten Video. Ihr seht mich, ich sehe euch nicht. Man hört sich im nächsten Video, checkt gerne mal den Kanal aus. Ich labere jetzt nicht länger, ich bin raus. Geile Zeit, ciao, ciao.